Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Parkitect. Bewertet den Part, aktiviert die geile Glocke und abonniert am besten auch direkt noch den Kanal. Viel Spaß mit dem Video. Hallo? Alter, ich starte die Aufnahme, zoome hier hin und das Erste, was ich sehe, sind irgendwelche Molochs, die alles kaputt machen. Okay, nee, dich bin ja nicht um. Scheißhaufen. Ja. Ja, aber das zeigt mir ja, dass ich unbedingt mehr Polizisten hier brauche. Einen weiteren Sicherheitsmann einstellen und noch einen Mechaniker. Und eventuell noch eine Vogelscheuche. Das passt doch. Und wie gefällt euch der Park? Gäste. Och, diese Vogelscheuche ist gruselig. Ballon von Ballons ist das Geld echt wert. Es gibt hier keine Fahrgeschäfte in der Gegend mit hoher Intensität. Und einer fragt sich, wo bin ich? Aufregende Fahrgeschäfte. Ich nehme mal Achterbahn und gebe euch ein bisschen mehr Geld. Und jetzt mal schauen. Baupläne? Nee. Wo ist denn das, was ihr in den Kommentaren meintet? Ah, Visualisierung, Dekoration. Ah, Müll, Vandalismus. Also wenn ich das gerade richtig sehe, ah, dann erkenne ich hier die Bedürfnisse der Menschen. Einer muss auf Toilette, aber sie hassen alle, dass man... Hä? Jeder Einzelne hasst die Illusion. Ist das echt so? Moment mal. Wo ist denn das? Hier? Ja, Gäste wollen keine Parkversorgungsgebäude sehen. Ja, aber wie soll ich das denn verstecken? Das Einzige, was ich noch verstecken könnte, wäre das hier. Und da meinte auch einer, dass es Zäune gibt. Formschnitt. Moment. Zaun. Ah ja, ich hätte gerne hier so einen Sichtschutz, bitte. Nehmen wir mal den Holzzaun. Einfach hier drumherum. Ist das dann besser? Jetzt sieht man davon noch nichts mehr, ne, von außen. Ist doch alles super toll. Aktuelle negative Nachrichten haben das Interesse an Freizeitparks verringert. Oh, Alter. Jetzt ist alles gut, glaube ich. Jetzt mögen die das auf einmal. Hier auch noch. Kleiner Sichtschutz. G-Lock ist jetzt verfügbar. Oh ja. Die Forschung erstmal runter machen. Und dann mal schauen, was das macht. Sitze sind an vertikal rotierenden Armen montiert. Zusätzlich dreht sich das ganze Fahrgeschäft, was an das Fliegen eines Düsenjets erinnern soll. Intensität hoch. Oh, ja, da ist es. So, das kommt hier hin. Bitte. Bitte einfach, hier schön in die Ecke. Und ich nenne die Achterbahn, hier geht mir einer ab. Ja, jetzt fehlt nur noch der Weg. Der Weg ins Glück. Ich würde gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn die Warteschlange so kurz ist. Denn bisher ist das immer das Gleiche. Ich habe jetzt nicht allzu viele im Park, also gerade mal 100 Stück, aber die laufen hier einfach nur durch und sind sofort dran. Ja, obwohl hier, da sammeln sich schon ein paar mehr. Nee, dann, ja, sollte ich das doch vielleicht ein bisschen anders machen. Dann fehlt nur noch der Ausgang. Aber das ist ja kein Problem. Zack. Bitte einmal öffnen. Du bist fertig. Dann vielleicht noch ein paar Lichter, weil da ist ja alles sehr dunkel, glaube ich. Oder sind da nicht schon Lichter unten? Das ist die Frage, ne? Nee, das ist einfach... Ist das da einfach stockduster? Könnte natürlich dazu beitragen, dass sie das irgendwie atmosphärisch finden, aber ich denke, das hat eher Nachteile. Hä? Was ist das denn? Ach so, lässt keine neuen Gäste in das Fahrgeschäft, bis das Gewitter vorbei ist, was? Aber ich mache immer noch fett Minus und wenn ich daran nichts ändere, gehe ich bankrott. Ja, geil, und kein Fahrgeschäft funktioniert. Ich schau mir das mal an. Dekoration. Ah ja, das wäre schon ziemlich stylisch. Na komm, dann drehen wir den. Flupp. Ach, Ursache schlechter Dekorationsbewertung. Die Toilette, die zieht das runter. Ach so. Okay, dann machen wir das anders. Ich habe eine Idee. Ich baue die Toilette mal dahin. So richtig schön weit weg von dem anderen Zeug. Und die Toilette kann dann weg. Dann kommt da jetzt noch ein Ballonladen hin. Warum nicht? Oh, was geht denn da ab? Aha, da sind aber einige. Ist noch lange nicht voll, aber es sieht echt ziemlich gut aus. Und ich bekomme trotzdem immer noch kein Geld. Wie geht's euch denn jetzt? Illusion ist gestiegen. Ah ja. Oh, eventuell
kann ich eine Tür bauen. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Ah, aber brauche ich dafür nicht einen Rahmen? Geht das? Yo, das klappt. Ach, wie cool. Kein Wunder, dass sie meckert. Dann mache ich das weg und baue da überall Türen hin. Dann müsst ihr nichts mehr davon sehen. Und ihr meintet auch, die Besucher gehen gar nicht diese Wege lang. Ich bin davon nur ausgegangen, weil die ja auch zum Beispiel hier mal langgelatscht sind. Und das bringt denen ja nichts. Da, er macht's gerade. Könnt ihr da jetzt auch durch oder habt ihr ein Problem? Ein Beitrag über Toppeltower wurde viral auf sozialen Medien. Oh, mehr Besucher. Nee. Hey, der kann da nicht lang. Jetzt versucht das da und geht... Ja, toll. Aber warum sollte man Türen einbauen, die dann nicht begehbar sind? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich sollte unbedingt mal den Preis erhöhen. Ich habe gerade richtige Geldprobleme. Ich mach mal auf $3. Aha, hier geht mir eine ab, sieht zu intensiv aus für mich. Könnt ihr euch bitte entscheiden? Ich mach's mal teurer. $5. Die Preise werden angehoben. Tut mir leid. Genau wie hier, Toppeltower war eben viral. Erstmal den Preis erhöhen. Also durch die Lehne habe ich bisher Verlust gemacht. Aber der Januar hat auch gerade erst begonnen. Ah, genau. Da sollte ich die Preise mal erhöhen. 2,50. 1,50. Also tut mir ja leid, aber ich brauche Geld, Leute. Sonst ist der Park bald dicht. Drohender Bankrott. Erziele einen Gewinn bis Ende März Jahr 2. Oder dein Park wird endgültig geschlossen. Och nee. Ich mache immer noch Minus. Ja, aber warum denn? Was ist denn los hier? Souvenirs? Ja. Ladenpreise? $0. Forschung? Naja, nicht der Rede wert. Gebäudewartung? Okay, dann muss ich leider nochmal eben etwas Geld besorgen. Jetzt wüsste ich gerne, wie das hier funktioniert. Was ist das denn? Ach so. Ah, offene Türen einfach. Okay. Ja, aber was bringt mir das dann? Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Warum können die Türen denn nicht einfach öffnen, wenn sie durchgehen? Ja, jetzt ist schön. Jetzt können alle durch. Alles ist abgedeckt. Visualisierung. Illusion. Ja, besser als vorher. Und ich glaube, die wollen einfach nur nicht die Warteschlangen sehen. Was soll denn das sonst sein? Also, sonst habe ich alles versteckt. Na komm. Einmal drumherum. Dann müsst ihr das sich angucken. Die ganze Scheiße hier. Ja, ich baue, weil ich Bob der Baumeister bin. Und dasselbe mache ich auch hier. Die wollen ja scheinbar nichts sehen. Habe ich kein Problem mit. Dann da auf jeden Fall noch drumherum, damit sie das Gebäude da nicht angucken müssen. Jetzt vielleicht? Illusion. Hä? Also, was habt ihr denn? Die Illusion ist, ja, okay, würde ich sagen. Müdigkeit. Ach so, ich brauche mehr Bänke. Durst, Toilette, Übelkeit. Ja, doch, alles in Ordnung. Toilette, ich könnte auch, ganz sneaky, eine Toilette noch irgendwie da hochbauen. Aber was die für ein... Warum? Was die für eine Reichweite hat? Wie sie das hier alles negativ beeinflusst? Sekunde, wer sagt denn, dass ich die oberirdisch bauen muss? Das sagt ja keiner. Dann mache ich das da weg und baue... Hier in den unterirdischen Gang hin. Ja, warum auch nicht? Dann tschüss, ab in den Keller mit euch. Das wollt ihr doch. Nee. Hä? Der ist sogar weiter unten? What? Toilette. Ja, was ist denn dein Problem, ey? Ich verstehe, also, das verstehe ich jetzt mal wieder gar nicht. Shift. Ja, es geht aber nicht anders. Na toll. Komm, beeil dich. Ah, ich lösche dir einfach mit. Sorry. Jetzt seid ihr im Boden. Dann einmal gerade drehen. Einmal runter. Und gerade. Boah, wie tief ist das denn? Junge. Yo, es geht. Nur da unten ist alles scheiße. Ah, cool. Ja, gut. Dann würde ich sagen, mache ich das Ganze auch da. Da muss ich ja nur hier die Toilette entfernen. Oh, sorry, da waren noch welche drin. Oh, das könnte aber knapp werden. Ja, da ist was im Weg. Och nee, genau da drunter. Das ist so ein Scherz. Okay, mach ich das weg. Sorry, da wollte ich nie was hinbauen. Das war nur ein Experiment. Und ab nach unten. Hat das denselben Effekt? Ja. Perfekt. Dann schauen wir jetzt mal die verschiedenen Stats an. Zufriedenheit? Ja. Müdigkeit? Ja, vereinzelt, aber jetzt auch nicht wild. Hunger? Aha. Toilette. Das sollte reichen. Ich habe jetzt da eine Toilette. Da oben kommt noch eine Toilette hin. Übelkeit. Auch halb so wild.
Und was sagt ihr? Hier geht mir einer ab, war super. Toppeltower war super. Flugi Flatter war super. Irgendwas Negatives? Ich möchte mit etwas rasanterem fahren als Flugi Flatter. Ja, die Möglichkeit habt ihr ja. Nur Positives. Und keiner meckert wegen dem Preis, oder was? Als ob. Das ist ja alles richtig gut. Ich hab mich verirrt. Und ich habe auch fast alle Ziele. Verkaufe mindestens 400 Eintrittskarten. Okay. Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind noch ein paar tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.